Heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos, also der 14. April 2020, haben wir in Deutschland laut dem Johns Hopkins Corona Resource Center insgesamt 130.000 nachgewiesene Covid-19-Fälle, von denen 64.000 Menschen die Krankheit überstanden haben. Zudem sinkt die Zahl der neuen Infektionen in den letzten zwei Wochen mehr oder weniger stetig. Die deutschen Maßnahmen scheinen also Wirkung zu zeigen. Warum ist es trotzdem wichtig, dass möglichst viele Menschen in der Öffentlichkeit Masken tragen? Auch wenn die Zahlen in Deutschland kurzfristig optimistisch stimmen, ist ein Ende der Pandemie jedoch noch nicht in Sicht. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen kann potenziell wieder stark ansteigen und somit potenziell das Gesundheitssystem überlasten. Um dies zu verhindern, scheint als Maßnahme, wohlgemerkt in Kombination mit anderen Maßnahmen, das Tragen von Gesichtsmasken effektiv zu sein. Nicht nur das Gesundheitsministerium sieht dies mittlerweile so, es kann auch in Ländern beobachtet werden, in denen es danach aussieht, dass sie den Ausbruch unter Kontrolle haben. In Ländern wie Südkorea, Taiwan oder Singapur ist dies am deutlichsten zu sehen, weil in diesen Ländern das Tragen von Masken ein Teil des Epidemie-Eindämmungsplanes ist. Ich werde hier spezifisch Taiwan als Beispiel wählen, weil ich über das dortige Vorgehen am meisten weiß, aus dem Grund, dass ich mich bis vor kurzem dort aufgehalten habe. As you can see, many people have masks, so I'm just pretending to be walking. Oh my god. In diesen Aufnahmen hat ein Freund von mir, der in Taiwan wohnt, dokumentiert, wie es in den öffentlichen Räumen in Taipeh aussieht. Sowohl in der U-Bahn als auch in Supermärkten tragen ausnahmslos alle Menschen Masken. Die Taiwaner haben auch schon vor dem Covid-19-Ausbruch Masken getragen. Vor allem aus zwei Gründen. Aufgrund der Luftverschmutzung, aber das lasse ich außer Acht, und im Falle von Krankheit, um andere Menschen nicht anzustecken. Zu Beginn des Ausbruchs in China, Mitte Januar, waren alle Masken in den Läden in Taiwan ausverkauft, woraufhin die Regierung den Verkauf von Masken regulierte. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann jeder Einwohner nur 3 Masken pro Woche erhalten. Zudem wurde die Produktion von medizinischen Masken koordiniert. Das Wirtschaftsministerium kaufte im Februar 60 und dann noch zusätzlich 32 weitere Produktionslinien für medizinische Masken. Stand 12.04. werden so 15 Millionen Masken täglich in Taiwan hergestellt. Um das ins Verhältnis zu setzen, Taiwan hat eine Einwohnerzahl von 23,78 Millionen Menschen. Seit letztem Monat gibt es in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Jedoch hat der Großteil der Taiwaner auch schon vorher im ÖPNV Masken getragen. Immer wenn ich die Taiwaner gefragt habe, warum die meisten Menschen Masken tragen, lautet die Antwort, um sich und andere zu schützen. Und da liegt der Punkt. Es ist nach momentanem Erkenntnisstand relativ sicher, dass der Virus eine lange Inkubationszeit hat und dass manche Fälle so mild verlaufen, dass es zu wenigen oder gar keinen Symptomen kommt. Insofern kann es sein, dass die Menschen am Coronavirus erkrankt sind und dies gar nicht merken. Somit können andere unbewusst infiziert werden bzw. die Chance dafür verringert werden, wenn genügend Menschen eine Maske tragen. Nun ist Deutschland nicht Taiwan und Operationsmasken sind hier nicht im gleichen Maße erhältlich. Stoffmasken können jedoch laut dem Robert-Koch-Institut auch zum Fremdschutz, also zum Schutz anderer Personen, eingesetzt werden. Stoffmasken sind leicht herzustellen. Es gibt viele Anleitungen online, wie man sich selber eine Maske näht oder aus einem Stück Stoff und 2 Schnipsgummis provisorisch eine Maske zusammensetzt. Natürlich sind Masken allein nicht die Lösung aller Probleme. Wenn man sich an die anderen Regeln hält, wie zum Beispiel Hände waschen, Abstand halten und so weiter, können sie jedoch dazu beitragen, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerät.